Ich zeige dir in diesem Video, wie du in drei einfachen Schritten die perfekten Akkorde für deine Melodien findest. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz zu Beginn, bevor wir anfangen. Um Aufnahmen bearbeiten zu können, musst du sie natürlich erstmal machen. Und wenn du dich dabei noch unsicher fühlst, beim Gesang aufnehmen, beim Mikrofonieren von Gitarrenamps oder Drums, dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Da zeige ich dir ganz genau mein Recording-System im Home-Studio, welche Schritte ich nacheinander mache, sodass du wirklich auch zur perfekten Tonaufnahme kommst. Also in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Jetzt geht's los. Wir wollen Akkorde finden für eine Melodie. Ich habe schon öfter E-Mails dazu bekommen bei der Musikproduktion, beim Songwriting. Wie machst du das eigentlich? Wenn du eine Melodie hast, wie findest du die Akkorde? Wie fängst du da an? Deswegen zeige ich dir jetzt nacheinander, wie ich das mache. Wir hören uns erstmal die Melodie an. Das hier ist Tonya und Tonya ist ein Apple Loop. Und dazu, zu dieser Melodie, die sie jetzt hier trällert, wollen wir Akkorde finden. Hören wir uns erstmal an, was sie singt. Zunächst mal, wenn du dir sowas anhörst, musst du auch ein bisschen hören, wohin geht die Melodie jetzt hier? Was ist das so ein bisschen für ein Feeling? Das kann man sich am Anfang schon mal ein bisschen klar machen. Das ist jetzt eher, geht so eher so in Richtung Soul, Funk, R&B, so ein bisschen in die Richtung. Das solltest du als großes Ziel dann so, wenn du die Akkorde für sowas finden möchtest, auch im Hinterkopf behalten. Also was machen wir als erstes? Das Einfachste natürlich und auch das Wichtigste ist, wir sollten mal die Grundtöne rausfinden. Ich habe hier das Vintage Electric von Logic. Das klingt so. Und mit dem werden wir jetzt versuchen, die Grundtöne erstmal zu finden. Also es singt. Das ist ein. Ja, ein C. Okay. Als nächstes kommt ein B und dann ein F oder Englisch B flat und F und dann wieder C. Also das sind die drei Grundtöne, die spiele ich jetzt einfach mal dazu. Sehr schön. Jetzt wissen wir schon mal Bescheid, was für Akkorde das sind, beziehungsweise was für Grundtöne wir auf jeden Fall haben. Und jetzt im nächsten Schritt, das ist Schritt Nummer 2, suchst du dir die Akkorde dazu raus. Ich würde jetzt erstmal mit einfachen Akkorden anfangen. In dem Fall ist das C, habe ich schon gesagt. C-Dur wird jetzt in diesem Fall wahrscheinlich eher weniger passen. Das höre ich schon an der Melodie. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie viel Erfahrung du schon hast beim Songwriting oder beim Arrangieren. Also ich weiß, das ist eher ein Moll-Akkord. Die beiden anderen sind eher Dur-Akkorde. Also haben wir C-Moll, B-Dur, F-Dur, wieder B-Dur, wieder F-Dur und wieder C-Moll. Spielen wir mal jetzt die einfachen Grundakkorde hier dazu. Okay, das sind die Grundakkorde und sie passen auf jeden Fall auch dazu. Aber du hast wahrscheinlich festgestellt, zu diesem souligen, etwas zu ihrer souligen, verruchten Stimme klingt das jetzt so ein bisschen brav von den Akkorden her. Und deswegen kannst du jetzt hier, das wäre Schritt Nummer 3, versuchen, offene Akkorde zu finden. Akkorde, die nicht einfach nur Dur oder Moll sind, sondern die vielleicht noch eine Septim mit dabei haben, Sextakkorde und so weiter. Das probieren wir jetzt mal aus und da zeige ich dir einen meiner absoluten Lieblingsakkorde und das ist der Moll-7-Akkord. Das heißt, wir nehmen also eine kleine Sept mit dazu und dann klingt der Akkord hier C-Moll-7 so. Ja, C-Moll-7. Ich habe jetzt das F hier noch dabei. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen eher bei Tonya hier, verrauchte Kneipe und so weiter. Ja, das kommt der Sache schon so ein bisschen näher, einfach ein bisschen mehr sexy, okay? Jetzt suchen wir für das B das auch noch, für diesen B-Akkord. Wir könnten jetzt hier runtergehen, nochmal auch diesen Moll-7-Akkord nehmen, aber das ist ja ein Dur-Akkord und deswegen nehme ich da jetzt einfach einen offenen Akkord. Also wir sind bei B-Dur. Ich nehme jetzt einfach, mache einen offenen Akkord draus. Ich nehme das C noch mit dazu. Die Additional 9. Das sind also die Additional 9-Akkorde. Und der klingt schön offen, schön weich und harmoniert ganz gut mit diesem ersten Akkord hier, mit diesem C-Moll-7. Okay, ich spiele hier einfach mal dazu.
das gefällt mir jetzt schon wesentlich besser. Ja, es klingt wesentlich verruchter, es klingt wesentlich souliger und wir kommen jetzt schon dahin, wo wir eigentlich wollen. Als letzten kleinen Bonustipp möchte ich dir noch zeigen, einen Trick, den ich auch gern anwende, und das ist die Terz im Bass. Das können wir jetzt mal auf diesen F-Akkord probieren. Wir haben also den F-Akkord F-Dur. Und ich jetzt anstatt dessen die Terz, also nicht den Grundton, das F, sondern die Terz, das ist in dem Fall A, hier reinnehme, dann kann ich den Akkord ein bisschen offener gestalten, einmal, und zum zweiten Mal führt er dann auch wieder eher auf das B hin, wo wir herkommen. Ja? Also es wäre dann nicht F-Dur, sondern F-Dur mit der Terz im Bass. Ja. Es klingt ein bisschen aufregender, ein bisschen offener und nicht so ganz genehm. Ja. Spielen wir die Akkorde mal dazu nochmal. Wenn du jetzt diese Akkorde hast, die gefallen mir sehr gut, dann kannst du natürlich dein komplettes Arrangement dazu bauen. Und das klingt dann in meinem Fall zum Beispiel so. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Wie findest du Akkorde für deine Melodien? Oder schreibst du beim Songwriting, gehst du andersrum vor? Hast du erst die Akkorde, findest dann die Melodie? Das ist natürlich eine andere Möglichkeit. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Oder hat dir diese Methode jetzt hier weitergeholfen? Wirst du das auch mal ausprobieren? Ansonsten interessiert mich natürlich auch noch sehr, soll ich mehr solche Videos über Songwriting machen, weil ich ja eher über Logic und über Mixing mache? Sollen wir dieses Thema hier weiter aufmachen? Auch das würde mich sehr interessieren, hätte ich gerne dein Feedback dazu. Schreib mir also dann einfach mehr Songwriting oder Songwriting in die Kommentare, dann weiß ich, das Thema gefällt dir, ich soll mehr darüber machen. Dafür wäre ich dir auf jeden Fall sehr dankbar. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, sende dir viele Grüße aus Spanien, aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!